Damit rufe ich Top 15 auf. Das ist die zweite Lesung. Gesetzentwurf der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Seilbahngesetzes. Hier ist vereinbart worden, auf die Aussprache zu verzichten. Und wir müssen abstimmen. Ach, Berichterstattung. Ja, Berichterstatter ist Dr. Naas. Lieber Dr. Naas, würden Sie Bericht erstatten, wenn Sie nicht können? Kann vielleicht jemand ihn vertreten? Er wird geholt. Na ja, kann es jemand anders machen? Gut, dann kommt der Jürgen Lenders und macht das. Das ist halt das Los eines PGFs, aber der Jürgen kann das, denn der kann alles. Also, na ja, gekonnt ist gekonnt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Ja, wir bedanken uns für diese tolle Übernahme der Beschluss der Berichterstattung. Und dann kann ich jetzt über die zweite Lesung abstimmen lassen, wenn Sie einverstanden sind. Ja, bitte, Herr Bellino. Ist schon eine Abstimmung? Ah, ja, 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 ihr seid aber schnell. Antizipative Abstimmung. Wer für Annahme des Gesetzes ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Dann haben wir das so einstimmig angenommen und in den Rang eines Gesetzes erhoben. Herzlichen Dank.